Der dritte Platz geht an Ascado e.V. Herzlichen Glückwunsch. Ascado gewinnt den dritten Platz beim Bundesfinale der Sterne des Sports 2021. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet den Verein aus Hückelhofen für sein gesellschaftliches Engagement aus. Ascado hatte sich bei der Volksbank Heinsberg mit dem Projekt Young Minds beworben. Mit dieser Initiative möchten wir junge Menschen mit, aber auch selbstverständlich ohne Einwanderungsgeschichte, an aktuelle gesellschaftliche wie auch politische Themen heranführen. In Meinungsparlamenten werden Ausgangsfragen zu verschiedenen aktuellen gesellschaftlichen Themen gestellt. Mit der Anmeldung positioniert man sich mit einer Ausgangsmeinung. Mit diesen Meinungen platziert man sich entweder im Bereich Ja-Fraktion oder in der Mitte haben wir eine größere Enthaltungsfraktion oder eine Nein-Fraktion. Im Laufe der Veranstaltungen können dann unter anderem Parteien in Kurzvorträgen ihren Standpunkt vertreten, sodass junge Menschen sich ihre Meinung bilden oder ihre Ausgangsmeinung vielleicht sogar ändern können. Wir haben natürlich Daumen gedrückt, wir haben gehofft, wir haben gebangt, dass es dann am Ende zum dritten Platz reicht. Ein ganz tolles Ergebnis, macht uns auch echt stolz. Einen Verein hier aus der Region so weit begleiten zu können, dass es bis zum Finale reicht, war schon ein ganz tolles Erlebnis für uns. Über den ersten Platz freut sich der Verein Congraph New Sports aus Sachsen-Anhalt, der einer alten Industriehalle mit neuen Sportarten auch einen neuen Geist einhauchen will. Zweiter wurde der Sporttreff Karower Dachse aus Berlin mit seiner Idee für ein Eltern-Kind-Fitness-Bingo. Der Oscar des Breitensports ist eine gemeinsame Auszeichnung von DOSB und den Volks- und Raiffeisenbanken.